Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Little Big Planet mit mir und dem guten Taniko. Hallo! Ja, so Taniko, was machen wir noch jetzt Schönes? Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt hier hin und trinken eine Tasse Tee. Weil genau. Sowas macht man in LBP. Richtig. Und wir hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Dass nicht sich rein hier rutscht. Ja, richtig. Denn rutschen ist immer gut. Egal wie. Ja, ob nun wirklich rutschen oder mit Alkohol irgendwo hinrutschen oder hinfallen. Was auch immer. Leute, wir begeben uns heute zum Dojo des Senseis. Zum Alien. Ja, der Sensei. Ja, guck sei dir mal nicht guck so dir abwertend mal das jetzt. Guck sei dir jetzt, das Bild an. Sei da jetzt, gucken, ja. Und? Ja, jetzt weißt du, das ist bestimmt ein Feuerteufel vom Planeten XYZ Namek. Okay. Ja, auf ins Ausdauer-Dojo. Voll die Ausdauer. Tja, welche Ausdauer? Wir sind hier gar nicht, wir sind hier auf der Erde, siehst du das nicht? Das ist nicht Namek. Ich habe doch noch nicht Namek gesagt, ich habe gesagt XYZ. Namek. Ja. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja, natürlich. Da komme ich her. Ach so. Ich habe auch einen Elektrofinger. Ich kann ja auch eine Nase popeln. Sag mal, ich habe einen Afro, ja? Und da kann ich einiges rausholen, um dir den Finger abzuschneiden. Du kannst ja aus dem Afro was rausholen. Ja, ich habe da viel versteckt. Na denn, wollen wir uns mal zum Ninja ausbilden lassen? Vom großen Großmeister Sensei. So, da war der Sammler mal wieder am Werk. War das gerade Sushi? Sushi. Isst du Sushi? Noch nie gegessen bisher. Noch nie gegessen. Aber irgendwann gibt's bestimmt für alles mal ein erstes Mal. Aber dafür asiatische Nudeln einfach nur göttlich. Das stimmt wohl. Aber ja, Sushi weiß nicht, ist mir. Also wenn ich richtig Hunger habe, reicht mir das nicht. Da brauche ich warm und fleischig. Ja, das ist eher so dessertmäßig, das stimmt. Ja. Na denn, so, dann schnapp dir doch mal. Ach, du bist einfach der beste Taniko. Wenn ich dich nicht hätte. Der hätte jemand anders, ich weiß. Ja. So, weiter. Oh mein Gott. Willkommen, ich bin Großmeister Sensei. Ich muss an deine Fähigkeiten als Krieger arbeiten, damit du den Schrecklichen ohne ihn besiegen kannst. Okay. Du kannst dich auch schlecht synchronisieren. Du musst eigentlich machen. Und so ähnlich. Ich nicht so gut kann. Dies. Okay? Komm. Vor allem, wenn du den jetzt anspringst, bist du tot, ja. Kann man überhaupt? Weiß nicht. Ja, kann man. Okay. Frage beantwortet, komm, wir gehen weiter. Wir haben gelernt, der Großmeister Sensei ist der mächtigste ist überhaupt. Ist übermächtig, da kriegen wir einen Blitz. Ja. So gleite er weiter ohne mich. Ja, ich bin auch übermächtig, ich weiß. Da oben? Ja. Ja, ich hab das schon gesehen. Ja, Leute, hier, mit dem Level könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auf Okami einstimmen. Absolut. Eins der wundervollsten Spiele, die ich je in meinem Leben spielen durfte. Und nur durch mich hast du es erfahren. Ja, und ich glaube, das habe ich sogar... Habe ich das in meiner Info-Ecke erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das Spiel viel zu spät erst mitbekommen. Und habe das bei dem guten Taniko mal gesehen und habe mich dann sofort verliebt. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht spielen wollte. Wahrscheinlich lag es wieder mal daran, dass man da... Oh. Super. Einen Wolf spielt und... Ich bin eigentlich nicht so der Fan von tierischen Protagonisten. Ich bin eigentlich lieber ein Mensch oder so etwas ähnliches. Aber Okami bricht da alle Regeln. Und man muss aber sagen, dass Okami eigentlich in gewissermaßen ein bisschen gleichzustellen ist mit Zelda. Genau. Also von halt als Protagonist ist man Wolf, ja, das stimmt schon. Aber die Story allein, dieses ganze Japanische und so, eigentlich genial gemacht. Kann man nicht sagen. Ja. Wo man sagen muss, die Originalversion von PlayStation 2 war schon ein bisschen noch mehr Atmo drin. Obwohl die Schatten manchmal richtig extrem waren. Ach, ich finde das HD-Remake eigentlich super. Ja, sowieso. Also das kann sofort die laden und ja. Einfach göttlich. Weißt du, dass du eigentlich ein Problem hast da unten? Ja, ich versuche gerade durch pure Meditation wieder nach oben zu fliegen. Es wäre wohl besser, nach unten zu fliegen. Na, Meditation. Deine Flügel sind groß, Elbo. So. Hat funktioniert. Oh, verdammt nochmal. Okay. Ja. Okay, wir reden weniger und spielen, glaube ich, besser mehr. Genau. Denn weniger ist mehr. Am besten übernimmt jeder immer einen Fächer. Mach mal den Fächer. Der Becher mit dem Fächer. So. So, mein Freund, komm. Ja, ich komme. Ja, oder auch nicht. Okay. Die ist bewusst, wenn du jetzt runterfällst, ist das Level vorbei. Nicht leicht, die Aufgabe, sie ist. Gott. Warte, ich muss da irgendwie nein, da oben ran. Nein, jetzt geht doch erstmal ein Stück... Ne, warte doch. Jetzt geht doch erstmal ein Stück weiter. Katapultiert mich doch jetzt hier. Und... Ich seh's schon, komm. Ja, gut, dann nicht.
Da ist doch, glaube ich, gleich ein Checkpoint. Da. Ja, super. Und jetzt können wir nochmal zurückgehen. Da hätten wir Sushi. Njum, 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 njum. So, jetzt haben wir ein Problem. Wer geht als erstes? Okay, ich gehe als erstes. Wollten wir nicht zurückgehen? Okay, ja, ich komme wieder rüber. Okay. So. Sushi. Ja, wie kommen wir jetzt da ran? Teufel noch eins. Muss man hier wirklich ja, so hin und her springen? Wahrscheinlich. Ja, und dann? Oder auch nicht. Warte mal, vielleicht ist hier irgendwo eine... Ist hier vielleicht irgendwo... Doch, ja, vielleicht man muss da mit irgendwie hoch. Auf jeden Fall so vielleicht so schwingen. Ach, egal, das Ding brauchen wir nicht. Wir gehen einfach weiter. Okay. Und du darfst natürlich wieder mal zuerst... Ich renne über die Bretter. Dim, 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 dim. Richtiger Ninja eben. Hopp, 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 hopp. Oh, ich finde das cool. Ja, okay. So, ich komme. Juhu! Oh, jetzt kommt die Musik. Und wir haben es ja nicht bekommen. Aber ist egal. Ich werde Sushi Monster. Oh, fleißige Biene. Jetzt hatte ich gerade ein bisschen Angst. So. Oh. Mochi. Ist das nicht irgendein japanischer Gruß? Mochi. Nein, das ist, glaube ich. Oh Gott. Also Mochi ist, glaube ich, ein Kuchen. Ein süßer Kuchen. Und Mochi ist natürlich auch, wie sie alle kennen, aus Monster Ranger. Ja. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du nicht mehr Mochi kennst. Doch, dieses. Nee, das, doch, dieses Pinke, ne? Fängt nie oder doch oder nie? Ja, genau, überlegen. Richtig. Es ist ja auch sehr interessant, dass der Hauptcharakter eigentlich das. Ja, Mochi selbst benennt und am Ende gibt's eine Mochi-Armee. Stimmt, ja. Naja. Das ist. Aber komm, das war cool. Man konnte in die Konsole, erst in die Konsole reißt und. In das Spiel, nicht in die Konsole. Ich halte mich mal an dir fest. Ich kenne nur noch Mo. Das war der Bösewicht. Oder Phoenix. So, okay, mein Freund. So. Naja, die Seite ist doof. Du hast keinen Preis. Richtig. So. Oh Mann! Ich komm nicht klar, das kotzt mich so an. Du machst doch dich gut, du kommst doch gut mit. Oh nein. Ich komme gut mit. Gut gemacht, greife meine Stange und ich helfe dir eine größere Herausforderung zu finden. Die fasse ich jetzt nicht an, das ist ja. Wow, das ist ja ekelhaft. Das sieht aus, die will mit dir Golf spielen. Pass auf, du stehst da falsch. Und Abschuss. Oh, der Großmeister. Greife an meine Stange. Großmeister ist einfach der Beste. Das ist eigentlich eine Großmeisterin, oder? Für mich sieht das immer sehr weiblich aus. Aber gut, ich will es eigentlich auch nicht herausfinden. Komm, lass uns weiter. Einfach weitergehen. So, jetzt wird's noch viel besser. So, Sushi-Attacke. Tidu. So, jetzt wird's richtig PG, weil die Abstände richtig eng bemessen sind hier. Ja, okay. Ich komm mal mit. Ja, doch nicht. Ja, warum auch immer ich so schlecht bin. Aber wir schaffen das schon. Hopp und hopp. Oh, guck mal, ich ziehe richtig durch. Ja, ich auch. Okay, gut, ich glaube, da gab es nur noch ein paar kleine Preisblasen. Ja. Das ist schon... Halte ich mal an die Stange vom Meister fest. Genau. Wollen wir da jetzt nochmal hoch? Nee, nee. Nee. Das reicht, wenn wir das einfach probieren. Wir müssen ja ein bisschen was zeigen und nicht langweilig werden und... Genau. Heißt Preisblasen. Okay, dann lass mal hier runter. Juhu! Sag mal! Ne, ich hab. Ja! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott. Böse Sushi-Monster. So ein richtiger Parcours ist das hier. Boing! Ich bin da gerade in was reingetreten. In Sushi. Und. Nee. Wie war das? Kannst du das nochmal erklären? Nee. Es ist aber... Guck mal, da unten ist Mr. Satan. Wir müssen hier hoch. Ja, ich komm ja. Warte doch. Kann mich nicht teleportieren. Noch nicht. Noch nicht, ja. Aber gleich. Momentane Teleportation. Wenn wir die Ausbildung beim Großmeister abgeschlossen haben, was wohl nie der Fall sein wird, dann kann ich mich auch irgendwann teleportieren. Wenn ich mich daran erinnere, als du Little Big Planet 1 bekommen hast, war ich bereits in dem Level drin. Da haben wir über online bis hierhin gespielt. Das fand ich ganz cool. Stimmt. Bei mir kam ja der Postbote einen Tag später. Wie? Ich hab's erst einen Samstag statt einen Freitag bekommen. Weiß ich noch ganz genau. Voll gemein. So. Bitteschön, der Herr. Oh, ich hab wieder die tollste Aufgabe von allen.
Ich darf im Laufrad rennen. Ja, das ist super. Ja, aber wenn ich zu schnell renne oder falsch rum, dann wirst du gleich zerquetscht. Dann zerquetscht es mich. Na, aber das geht. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Wunderbar. Was ist das Problem? Ich glaube, ich kann hier hinten kann ich lang, oder? Nee. Du musst jetzt echt zurück, ja? Ja. Musst du. Aber ist das nicht ein bisschen falsch rum? Okay. Bisschen gefährlich so. Dann mal los. So ist gut. So, super. Komm, mein kleiner Hamster. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leg's fest. Oh Gott. Nein. Da, Nico. Hilfe. Mach das nicht. So. Dann können wir ja wieder. Mein hübsches Lächeln. Oh mein Gott. Ich bin fast runtergefallen. Wie die aufgehende Sonne. Ich hab ein Affenschwänzchen. Juhu. So. Ich glaube, das wollte jetzt keiner wissen. Mann, ey. Ach Gott. Ach ja. Einfach nicht ignorieren. Ich ignoriere das jetzt einfach. So, was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Yeah. Ich bin so gut. Hast du gesehen? Bisschen ja, ich hab's grad gesehen. Schön, dass Sackboy so schwammig ist. Naja, dann. Voll super. Hast du gut gemacht. Komm, ja. Geh weiter. Vielen Dank. Boing. Und los geht's. Ja, es ist immer Timing so zu zweit. Muss man schon ein bisschen. Ja, geht doch eigentlich. Oh, guck mal da, Music. Juhu. Und guck mal, Heißblasen. Alter, das hier nicht alleine. Nee, du springst einfach ab. Ja, hallo, Preisblasen. Oh, guck mal, ich muss ein bisschen einholen, ja? Du hast ein bisschen mehr Punkte als ich. Oh, guck mal, Preisblasen. Juhu, alles meine. Oh nein, oh Gott. Ja, ja. Ja, also, wortwörtlich, ja? Kein Wort zu finden. Na denn. Jetzt wolltest du es mir zeigen, wa? Haben wir eigentlich hast. Schon hier Susano-Kopf hier? Ja, genau. Nee, ist ein falscher. Also, jetzt habe ich einen blauen. Ey, der geht ja wirklich nicht. Ich habe einen blauen Afro. Oh mein Gott. Sieht ein bisschen aus wie Leonidas. Mit dem Vollbart. Du hattest so recht, Leonidas. So. Der Bucklige. Du musst jetzt hier wieder auf die schnelle Tour, wa? Ja, yeah, hier musst du schnell durch. Oh. Ja, das kommt davon. Das kommt nämlich davon. Ja, ja. Hier musst du schnell durch. Den Kranich, ja, der Kraniche. Ich sag mal, das erinnert mich immer an die Stelle, wo Muten Roshi zu Herr der Kranich an den Tisch geht und erstmal volles Pfund einfahren lässt. Wir haben den Kranich noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen weiter. Ja, schade. Eine letzte Prüfung, bevor du dich dem schrecklichen Uni stellst. Rette meine Flammenwerferkatze aus den Klauen von Sumo, der mein Schloss erobert hat. Fein Flammenwerferkatze? Ja, das ist. Jetzt muss ich an die Frau von Simpsons denken, die eine Katze übers Haus werfen kann. Die Folge kenne ich nicht. War nicht so schlimm. So. Frau Simpsons, ja? Was war Simpsons? Ich habe keine Ahnung. Ich guck das nicht so oft. Ich auch nicht. Ich habe auch erst Fernsehen seit einem Monat. Ja, Taneko hat früher in einer Waldhütte gelebt, fern jeglicher Zivilisation. Mit Baumwollschlüpper. Genau. Und ist jetzt erst in die moderne Zeit vorgedrungen. Ja. Ja. Ist ja alles schön und neu. Aber gezockt hat er schon sein Leben lang. Ja. Auf Holzbildschirm. Genau. Das ging damals so. So. Ach, gucken, was haben wir denn hier? Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Macht er denn? Was hat er denn nur? Daruma-san, das ist irgendein komisches Minispiel. Nein, wir machen erstmal das verlorene Schloss des Senseis. Oh mein Gott, ey, was ist los? Das war bestimmt ein Aufnahmefoto bei 10. Klasse, Klassenfoto oder sowas. Von wem jetzt? Da oben. Ja, aber von wem ist das? Das von dir? Einfach so? Ach, ja. Ach so, ach, fast ja. So aus wie ich. Ja, doch, jetzt wo du es sagst. Deswegen, verzweifelte Versuch zu lächeln. Juhu! Okay, wollen wir mal Sumo fertig machen?
Du willst in das Schloss einbrechen? Um über die Schlossmauern zu gelangen, versuche das Katapult zu benutzen. Es soll deinen Weg geben, seine Position zu ändern und vorsichtig vor dem bösen Sumo. Okay, wir sind vorsichtig. So, wollen wir? Erstmal müssen wir ja... Wir müssen genau. Ein Stück vorfahren. Genau. So, Eroberung des Schlosses. So, da! Ja. 3, 2, 1. Wow. Oh. Kommst du? Nö. Bin ich jetzt etwa zu fett für das Katapult oder was? Weiß ich nicht. Oh! Oh, jetzt macht der Überflieger. Wir hätten trotzdem noch weiterhin was. Ja, das sind nur Sticker. Jetzt müssen wir gegen Ninjas kämpfen. Ninja! Ja, der Sumo ist Ninjas. Oh, ey. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn dann die Sackbots ankommen. Oh ja, das ist cool. Oh mein Gott! Ja. Oh, er hängt auf der. Oh. Gott! Der hat gerade gewackelt. Haben wir denn jetzt eigentlich was verpasst? Was? Nein, war ich ja gerade eben. Okay, nichts gesagt. So. Ach, lass mal abdrehen hier. Nicht schon wieder. So. Die Mucke schon wieder voll gechillt. Ja, viel zu ruhig. Oha. Oh Gott, Wellen. Haben wir die? Wir haben eine Welle. Ja. Der Fels in der Brandung. Fels. Ja. Ist das der? Ja, es ist ja. Der. Aus Feld fehlen noch die Wellen. So. Toll. Okay. Hey, es ist voll doof, ja. Man könnte jetzt hier eigentlich was Blaues oder sowas nehmen, ja. Dann sieht das fast so wie eine Welle. Sieht auch fast wie Wasser aus, ne? Ja, jetzt wo du es sagst. Das ist bestimmt eine große Tsunami. So, los geht's. Ja, du sollst dich doch nicht an mir festhalten. Du hast dich an mir festgehalten. Ja, ja. Jetzt auf einmal. Oh nee, die sind doch so langsam, dass es kaum möglich ist. Das ist kaum möglich, das ist kaum auszuhalten. Das ist kaum was hier möglich. Los ist. Oh nein. Oh nein. Er sagt doch, das ist kaum möglich. Ah doch. Weißt du, bist du, was ist denn man das? Was hat er denn? Was hat er nur? Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr sehen hier. Den ganzen Mist. Ja, der Drache auch nicht, der dreht auch schon die Augen weg. Warte, gleich schaffe ich's. Ja. Ha. Oh, nö. Ja, da wo die Arme sind, ist kein. Ja. Oh. Ich weiß ja, das Gelb, Schwarze darf ich nicht anfassen. Also das kann ich nicht mehr anfassen. Warum haben die Dinger Augen? Oh Gott. Na, das ist der Drache da. Ja. Das ist Shenlong. So wurde Li Shenlong besiegt. Macht jetzt nicht lustig. Das will keiner wissen. Ah, ich nehme den mittleren. Okay, ich nehme den hier. Und abseilen. Sag mal, hier gibt's da noch. Ja. Noch. Toll. Ja, mein Freund. Ja, eigentlich wollte ich da oben noch ein bisschen was sammeln, aber durch Impact, seinen kolossalen Impact auf den Boden, konnte ich es leider nicht so machen. Kann nichts dafür. Mein Sackboy ist eben die pure Männlichkeit. Der will immer. Die pure Männlichkeit. Ja, guck dir die Zähne an. Ja, nur echte Männer. Ja, pflegen ihre Zähne nicht. Du hattest so recht, Leonidas. Oh, ist das denn jetzt hier schon wieder wahr? Oh nein. Oh, yeah. Oh nee. Jetzt kommt der immer ein Stückchen runter, ja? Oh, voll der Abschuss. Juhu. So. Oh, hier. Shuriken. Ninja Sterne. Oh, Hilfe. Ein schöner Afro. Ey, man sieht mal Blut, ja? Das ist voll extrem. Ich war so begeistert von dem Blut. So. Oh nee, als ob es jetzt nicht schon schlimm genug wäre, ja. Dass sich alles dreht. Ja, das ist. Oh Gott. Warte. Jetzt gleich kann ich wieder zu euch stoßen. Ja. Das ist so alles nicht. Hier stoßen? Das reicht doch, wenn du hochkommst. Komm aber nicht. Oh Mann. Verjagt. Das gibt's gar nicht. Leute, das sind hier Fails. Noch und nöcher. Man erinnert sich noch, das war in der letzten Folge, als der gute Impact sagte, also ihr seht heute nur diesen einen Fail-Tod, den ich bereits jetzt schon hatte. Also sonst ist hier alles PG. War es auch. Erinnert euch. Da braucht man sich daran zu erinnern, das weiß man einfach. Weil ich bin der Beste. Oh mein Gott. Siehst du? Ja, ich wollte gerade die Preisblase da sammeln, ne? Ja, hast du jetzt was anderes gedacht? Nee. Jetzt hast du keine Lust mehr, nee. Ach, nee, jetzt hab ich irgendwie. Wenn du da oben stehst, so faul, ne? Da bin ich ein Checkpoint für uns bewacht.
Ja, Checkpoint bewacht. Na, guck, ich zeig dir, wie man jetzt so eine Preisblase holt. Machen wir einfach so. Das ist man hier oben. Siehst du das? Hast du gut geholt, muss ich sagen. Ich hab Profi. Oh Gott, es donnert und blitzt. So, ich halte mich an dir fest. Ja, mach mal. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Das ist dann doch. Hey, wir sind, man ist so schwer, wenn man zu zweit geht, dass das. Alter, das geht nicht. Ja, okay, dann müssen wir. Dann mach alleine. Okay. Das ist schlecht. Nee, wir müssen das abpassen. So, okay, wir sind schon mal in Sicherheit. Also die Wolken dürfen nicht ganz oben sein, okay. Was mache ich denn? Profi sein, so wie es aussieht. Ah, du gut geklappt. Ja. So, denk dran, wir müssen erst nach links. Ja. Sehr gut. Da gibt's Wellen. Oder so, und jetzt sowas. Wieder nach rechts. Ja. Und gleich rechts bleiben. Sehr gut. Nicht loslassen. Jetzt musst du vielleicht. Nicht loslassen. Nicht loslassen. Ja. Jetzt kannst du loslassen und da oben festhalten. Mhm, hab ich gemacht. Hast du Sinn? Hat gut geklappt? Mhm. Muss ich sagen, eigentlich hättest du jetzt hier mit oben hin mitkommen müssen, aber. Ja. Aber. Wir kommen da sonst nicht mehr hoch. Ist natürlich schlecht, doch hier mit dem Ding, oder? Nee, ja. Auch nicht. Das Ding ist bereits runtergerollt. Schade. Ich hänge jetzt hier mal ein bisschen ab. Also Leute, das war dann das Let's Play, ja. Okay, tschüss. Wir könnten ja auch nochmal den Checkpoint da oben holen und das normal probieren. Ach nee. Okay, Taniko hat entschieden. Da habe ich keine Macht mehr. Du bist hier der Mexikaner von uns beiden. Ich muss auf dich hören. Ja, alles noch für Mexikaner schieben, ja. Alles immer auf Komm jetzt hier, komm. Ja. Oh Gott. Boah, hier, scheiße hier. Weg hier mit denen hier. Oh, bleh. Ach stimmt, hier musste man noch irgendwie. Wie ist man denn hier rangekommen? Ich glaube, du musst das irgendwie. Oh. Okay, das war eine Falle. Der hat uns nur in der Falle gelockt. Oh Gott. Ich glaube, man musste den bis nach links schieben lassen. Und dann ist das irgendwie aufgegangen. Nee, 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 aber nee. Man konnte ja auch nicht. Geht ja auch nicht. Ach, hier irgendwas, ja. Irgendwas mit dem Schalter. Mhm. Naja, okay. Irgendwie war das mal. Ja, wir haben den jetzt so gekillt, dass man gar nicht mehr umgehen kann. Was soll's. Hat ja eh keiner was von, wenn wir hier alles sammeln. Aber ein bisschen können wir schon probieren. Ja, ich hab schon was gesammelt. So, jetzt bist du wieder dran. Mhm, mit Sterben. Oh, das ist einfach nicht. Hilfe! Hm, weil du wieder einen auf Profi machen musst. Nee, ich kann doch nicht einfach hier. Wow, doch hier nicht einfach nur. Oh nein, oh nein. Ach Gott, Taniko. Also, Oh nein. Aber nichts mit dir. Oh nee. Das ist der Checkpoint, wenn du das jetzt mal kackst. Ah! Das ist jetzt mal kackst. Ich sag's doch noch. Nein! So. Oh ey, das darf man keinem erzählen. Das darf man keinem erzählen. Dann los jetzt hier. Komm. Ja, okay. Ich streck mich mal ein bisschen besser an hier. Ja, ich bin schon gerade jetzt eine Stufe weiter oben. Super Saiyan Stufe 5. Hier. Gibt's gar nicht. Wollen wir jetzt hier ran? Ich halte das Ding hier drüben so jetzt. So. Ja, ich dich nicht hätte. Alles gut. Weil es geht los. Jetzt kommen die Dicken. Huh! Ha! Oh Gott. Oh nein. Hier sind riesige Donuts. Oh nein! Ach Mann. So gemein. Ich brauche hier bloß stehen bleiben. Ja. Taniko rettet mal wieder die Welt ohne den guten Impact. Er hat's einfach nicht drauf. Du, kommst du? Juhu! Das liegt bestimmt an meinem Outfit. Das liegt an diesen Zähnen. Leonidas, du hattest so. Oh, kommt er jetzt? Kommt es nicht? Ich weiß nicht. Oh ja. Oh mein Gott. Das ist Sumo. Oh, abgeschossen. Ich bleib mal unten drunter. Ich bleib hier. Und auf seiner Schulter. Und auf seinen Kopf. Und noch auf die andere Schulter. Und Sumo ist tot. Fang, wir haben so schnell gemacht, ja, dass niemand die Musik starten konnte. Das stimmt. Oh. Schlecht. Ja, man kann nicht alles haben. Oh, Marienkäfer. Du hast unseren bösen Meister besiegt. Greife uns, um aufs Dach zu gelangen. Betätige dort den Schalter, um die Flammenwerferkatze zu befreien. Ey, das sind voll die Marienkäfer. Das sind voll die besten Homies hier jetzt. Die helfen uns. Oh Gott, mäh. Juhu. Sag mal. Ich hab auch gerade geguckt, wo bin ich denn überhaupt? Toll. Also, du klaust mir mal alles.
wirklich immer alles. Warte. Ich klaue doch gar nichts. Doch, ich wollte mal zuerst oben sein und was geschieht. Nee. Ja, drück drauf da. Ja. Warte, warte. Was denn? Juhu, endlich frei. Vielen Dank. So, die Flammenwerferkatze ist weg. Eigentlich würde ich der Flammenwerferkatze noch ein Geschenk geben, aber naja. Tja, oh, Hilfe, nicht geklappt. Dann los jetzt so, hier. Über die Kirschblütenbäume. Auf zum Ziel. Juhu. War nicht so schnell. Fallen wir hier noch runter? Ah, wir fallen hier nicht runter. Yay. Einfach vorwärts. Oh toll. Nein, verpasst. Oh, nein, und schneller und. Juhu. Ja, und schneller und. Super. Ja. Wir haben es geschafft. Danke, dass du mein Schloss und meine Flammenwerferkatze befreit hast. Jetzt kannst du dich dem schrecklichen Oni stellen. Okay. Eigentlich spoilert das schon total zum Let's Play von Okami, ja, eigentlich. Jetzt eigentlich gar nicht so. Ja, ich halte schon meinen Mund. Der böse Oni. Der böse Oni. Nein, das ist so ein Grimmis Gesicht. Ja. Ich bin eigentlich der Oni. Ich bin so undercover, weißt du? Und irgendwann komme ich so und... Aua. Ich bin der Rächer. Jo. Der mexikanische Rächer. Mexikanische Fächer, ja. So, die Leute. Fächer, okay. Die geschafft für heute. Ja. Endlich. Mit den Nerven. Nervlich voll am Ende. Total. Ja, Leute, das sind die 25 Minuten auch schon wieder um. Ja, wenn man mit so einem arbeitet wie dir, dann ist das so... Was soll das jetzt schon wieder heißen? Guck mal, meine Haarfarbe passt zum Teppich. Schön. Der ist blau. Das ist kackblau. Das ist schönes Blau. Hey. Meint ihr doch auch, oder? Ja, steht mir nur bei. Das ist besser für euch alle hier draußen. Ja, für euch, ja. Was willst du tun? Ja, ich Du schließt den Kanal? Genau. Oh ja. Nein, okay. Ja. Okay. Okay, Leute, gut. Das war's für heute. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zusehen. Unterstützt uns, lasst ein Like da oder einen Kommentar, das wäre super. Und bis zum nächsten Mal bei Little Big Planet. Ciao, ciao.